Hallo und herzlich willkommen bei der Pfuscherbude, bei Holiday Island, bei unserem schönen, guten, alten Kultspiel, so wie es hier oben auch steht, Kult Games. Und jetzt geht es immer noch darum, dass wir 10.000 Urlauber pro Monat hier reinkriegen. Da gucken wir uns mal kurz die Statistiken an. Statistik gibt es eigentlich hier mit drin, in den Finanzen. Werbung haben wir ja schon, habe ich schon letztes Mal gezeigt. Mäßige Werbung kosten uns 26.220 Euro im Monat. Renovierungen lassen wir erstmal drin. Katastrophenversicherung, was kostet die denn? 20.000. Ich hatte bis jetzt, ich weiß nicht, nur einmal, dass das eine Überschwemmung hat. Ich lasse mal drinnen die Versicherung. Das hat mich das letzte Mal so geflasht, dass ich die drinnen. Hier kann man unser Kredit. Wir hatten am Anfang 4 Millionen, die haben wir auch aber auch als Schulden. Also wir können auch noch mehr aufnehmen, wir können aber auch tilgen. Hier ist Finanzübersicht, bla bla bla. Was zahlen wir denn alles? Einnahmen, Ausgaben, Gesamtbilanz minus 2 Millionen. Oh, super, okay, bla bla bla. Das ist scheiße, aber am Anfang nicht anders zu erwarten. Bloß die anderen kriegen es halt irgendwie hin. Ne? Also, ist ja auch schon fertig gebaut. Geld geht bei denen, der hat schon 5 Millionen. Wir haben noch nicht minus 5 Millionen. Okay, egal. Was ist das? Immobilien. Ist wahrscheinlich der Immobilienwert minus Gehalt, also minus Geld im Moment, deswegen nehmen wir auf 0, weil haben halt noch nicht dazu verdient. Touristen, ja, okay, das ist natürlich kompletter Quatsch. Also hier sieht man, dass die mit den Zahlen starten. Der hat hier noch ein bisschen was dazu gebaut, der hat es geschafft. Wir müssen uns halt hocharbeiten. Ruf, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir den wirklich aktiv beeinflusst. Ich weiß, wie wir ihn runterkriegen, das ist hier ganz einfach, aber wie wir den aktiv beeinflussen, keine Ahnung. So, müssen wir nochmal weiter gucken. Es gibt noch mehr. Wenn wir doppelt klicken, kann man sich hier die Übersicht anschauen. Gebäudeübersicht. So, und da kann man gucken, Häuser, Auslastung, Zeltplatz. Da sind manche nur 60% ausgelastet und hier hinten ist interessant, ist der Gewinn. Und im Moment machen wir mit allen Häusern Gewinn. Und das Praktische ist, man kann, also was heißt das Praktische, ist eigentlich Standard, ja, auch ein bisschen die Zeltplätze, die 100% ausgelastet sind, die machen wir mal ein bisschen teurer. Oh, jetzt ist wieder hier, er mit seiner MIDI-Datei beschäftigt, die er laden muss. Jetzt mal gucken, ob es dann die Zeltplätze runter, wenn es teuer ist, sinkt natürlich auch die Auslastung, das ist ja klar. Zeltplatz, Zeltplatz, Zeltplatz. Wir haben auch Bungalows. Ein Bungalow, das ist 100% ausgelastet. Da werden wir direkt auch noch ein bisschen was draufschlagen. Ist halt ein bisschen, ja, naja. Oh! England. Neuesten Gerüchten zufolge soll demnächst Stonehenge zum Verkauf freigegeben werden. Na, da wird's schon interessant. Stonehenge kaufen. Warum auch nicht, ne? Auslastung 91%. Wenn wir das jetzt teurer machen, müssen wir gucken. 91%, wir kriegen hier 8.000. Müssen wir mal abwarten, was das so preislich macht. Eisstand, die sind 100%, die sind auch 100%. Kann auch daran liegen, dass wir zu wenig davon haben. Müssen wir gleich nochmal gucken beim Essen. Kiosk haben wir auch eindeutig zu wenig. Aber trotzdem kurz ein bisschen teurer. Sport ist alles auch alles ausgelastet. Hier haben wir zu viele Strandkörbe für alles. Machen aber alle gewinnen, ist schon mal in Ordnung. Ja, der kleine Park ist halt Quatsch eigentlich. Also wir müssen eigentlich immer den großen bauen, der macht wenigstens ein bisschen Gewinn. Radelverleih macht auch Gewinn. Ich weiß nicht, ob man da mit dem Geld so viel steuern kann. Mit dem Geld kann man vor allem steuern, ob die Leute herkommen oder nicht. Deswegen. Drei Sterne Zeltplätze sind jetzt ein bisschen besser ausgelastet, weil sie wahrscheinlich günstiger sind. Das ist immer noch genauso. England. Die Anlage von Stonehenge wurde zum Verkauf freigegeben. So, jetzt können wir Stonehenge kaufen. Mit 1,4 Millionen. Ich glaube, wir können auch jetzt nicht mehr. Na gut. Nicht mehr bieten. Stonehenge ist halt Attraktion, glaube ich. Da haben wir ja mit den Strandkörben gerade genug. Ich hätte schon Bock, Stonehenge zu kaufen, aber es wird wahrscheinlich schweineteuer werden und ob sich's was lohnt, ob sich's lohnt, weiß ich nicht. Pjörn heißt der Grüne.
Ich wollte gerade klicken. Okay, war halt. England. Die Anlage von Stonehenge wurde heute per Express an den neuen Besitzer verschickt. Okay, also per Express hat er Stonehenge gekriegt. Können wir uns hier mal angucken. Hat er das schon gebaut? Immer noch ich, das ist immer schön. Björn war das. Das Problem ist, es wird glaube ich nur einmal verkauft. Deswegen hat der jetzt Stonehenge für immer. Also man kann jetzt natürlich wegreißen bei ihm, aber deswegen hätte ich es gerne gehabt. Na egal, beim nächsten Mal. Jetzt bauen wir erstmal noch eine Palmenbar, weil das so gut läuft. Und zwar bauen wir die mal hier oben hin, damit wir auch ein bisschen was von der Bar haben. Ein bisschen Sport können wir auch noch bauen. Die Frage, was bringt denn beim Sport gut Geld? 200.000 noch was? 2.000? Nicht so viel. Ja, sowas hier unten. Ja, okay, das bringt. Minigolf zum Beispiel. 20.000, aber Tennis, das ist nicht viel, aber bringt auch was. Wenn wir jetzt Tennis Court, wie auch immer das heißt. Attraktionen brauchen wir nicht, haben wir ja genug. Was haben wir noch? Die sind. Oh, hier gab es kurz. Ich musste kurz mal zur Tür. Wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Ja, wir hatten unsere Preise angepasst. Und gucken mal, was das bringt. Wir haben einen neuen Tennisplatz, der muss erstmal wieder aktualisiert werden. Eine neue Bar. Was haben wir noch alles so? Urlaub, ja. Okay, das ist schon mal nicht mehr so ausgelassen. Na, machen wir den Preis noch runter. Also kann man so ein bisschen hin und her spielen. Die sind beide voll ausgelastet. Das ist auch toll, dass der Beachvolley bei 100 Auslastung hat. Ja. Wie machen wir das? Warten wir jetzt noch, bis das nächste Hotel kommt. Bunkern muss die 8. Die bringen jetzt nicht so die Welten tausend. 6 von 8 ist so schlecht. Der Musik. Also, wenn ihr dann den ganzen Tag einen Ohrwurm von der Musik habt, dann sperrt euch bei mir, weil es garantiert. Also, sehe ich eigentlich irgendwo in der Übersicht, wie viel Urlaube ich habe. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Der macht minus, ansonsten mache ich alles plus. Die Frage ist, ob das plus die Werbekosten. Ausgelastet, auch wenn die teuer sind. Nehmen wir die auch mal mit, die 93er. Und gucken mal, ob das irgendwelche Nebenwirkungen hat. Der ist wieder voll komplett ausgelastet, weil wir ihn ein bisschen günstiger gemacht haben. Die Bar gibt es auch wieder 100%. Ich würde gerne mal wissen. Sehe ich das irgendwie? Übersicht. Gebäudeübersicht. Urlaube ich habe. Also hier kann ich mal gucken, Touristen. Aber ich sehe ja nicht genau, wie viele das sind. Ah. Achso, der hat sich Stonehenge gekauft, deswegen ist sein Ruf hochgegangen. Mhm. Okay. Warum auch nicht? Automatische Renovierung alle 5 Jahre. Machen das mal rein. Das kostet ein Schweinegeld, aber okay. Minus 46. Einnahmenhäuser, Hotels 800.000, Gaststätten. Zinsen, Schweinegeld, Werbung auch nicht wenig. Sonstiges auch nicht wenig. Oh, wir haben eine positive Bilanz. Wahnsinn. Geld, Immobilien. Das war ein bisschen zu viel. Nein, ich setze uns wieder runter.
können es theoretisch hier abzählen. 240 ungefähr und 120 sind 360. Oh, nee, wir können es einfach hier abzählen. 128 plus 360, genau. 360. Wir haben. Wir können auf jeden Fall nochmal erstmal einen Kiosk bauen. Oder laden. Wir brauchen einen Laden. Hier so auf die Ecke, dann mögen mich andere nicht. Laden. 360. Wir haben dann noch. Essen und Trinken. Zwei Palmas, 100 und ein Eisstand, der kann 50, aber 300, bauen wir nochmal ein. Eisstand, Hotdogstand kann 50. Wir können den mal bauen, ich weiß nicht, ob der schlechter geht als ein Eisstand. Hotdogs will man ja auch immer essen. Immer will man Hotdogs essen, immer. Wir gucken uns nochmal das hier an. Aber Unterkunftstyp ist Wurst. Qualität. Also der tut schon was Gutes für die Qualität. Natur, okay. Und Belegung, okay. Sagt auch nicht so viel aus. Eintritt 1,32 Euro. Könnten wir wahrscheinlich teurer machen. Machen wir jetzt erstmal nicht. Hotdogstand, der ist auch. Machen wir ein bisschen teurer. 1332, okay. Gucken wir mal. 806. Ja, wahrscheinlich nur 108, weil wir es teurer gemacht haben. Okay, na gut. So. Wollen wir noch ein Bungalow hier hinbauen? Würde ich direkt mal machen. Die anderen Häuser mag ich nicht so. Das sind so Quatsch. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist. Vielleicht ist das auch ganz total praktisch, aber ich finde die Quatsch. Da noch einen hin. Ich weiß nicht, ob sie sich gegenseitig stören. Das können wir nicht mal ausprobieren. Die Baustelle stört auf jeden Fall. Hundert Urlauber passen in diesem Park. Der Wahnsinn. Aber eine Palme hier steht schon. Ich finde es auch cool, wie die Füchse hier in Flugzeuge starten und landen. Ja, guckt euch das mal an. Da oben fliegt noch eins. Da ist der Schatten. Schatten gibt es natürlich auch. Gleich startet sie da. Jetzt müsst ihr aufpassen. Wenn die ganz oben sind, dann könnt ihr ruckartig ihre Richtung ändern. Der Wahnsinn, ne? Und die kommen alle aus irgendwelchen Ecken hier unten, glaube ich. Gehen wir mal in ganz die Ecke. Da ist nichts, aber ich glaube. Zum Beispiel hier oben. Hey. Ich weiß gar nicht, ob es Ecken an den Inseln sind. Ja, ich warte kurz. Da ist ein Wal. Noch ein Wal. Das ist wahrscheinlich die Wal hier. Das Jahr ist vorbei. Und wir haben Geld gewonnen. Obwohl wir ein bisschen was gebaut haben. Einmal Namen. Schade, dass es nicht alles gesamt steht, wie viel Einnahmen wir haben. Okay. Aber läuft doch. Ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt hätte ich gerne noch neue Hotels, dass es ein bisschen vorwärts geht. Was haben wir denn noch hier so? Achso, ich wollte ja mal ein Menü zeigen. Also hier gibt es noch Kläranlage und Kraftwerk und sowas. Lohnt sich erst ab 1000 Urlauber, weil sonst hat man das hier und macht nur miese. Und das hat, soweit ich weiß, keine Auswirkungen. Vielleicht ist es ja bei den Katastrophen irgendwas mit dabei. Aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwas steigert, irgendwas höhere Auslastung. Wahnsinn. Und 40 plus 300 sind bei 400 reingekommen. Können wir direkt nochmal ein Radlverleih bauen. Diesmal hier oben zum Campingplatz, damit man vom Campingplatz auch wegkommt. Und immer noch
66%. Oh, da sind sie. Holiday Island. Neue, hochmoderne Hotelanlagen stehen ab sofort zum Verkauf. Okay, gucken wir uns direkt mal an. Hochmodern. Trapinia. Geiler Name. Passt überhaupt ganz toll dazu. Lass überlegen. Fix an 50.000. Fixkosten haben wir hier. 35.120 Urlauber. Auch 120 Urlauber. Kostet 800.000. Wir bauen einfach mal eins. Einfach nur, weil es halt ein neues Hotel ist. Bauen wir das mal dorthin. Drehen kann man das nicht, ist sinnlos. Ich hätte jetzt gern, dass sie einen Blick aufs Meer haben, rein optisch. Ist den aber total Wurst. Okay, jetzt brauchen wir theoretisch noch 140, 300, sind wir schon bei 400. Bauen wir mal noch etwas zu essen. Cocktailbar. Ich weiß nicht, ob die Cocktailbar eher was für. Das ist Chum. Wir bauen mal eine Cocktailbar. Ist schön teuer. Muss auch auf den Strand gebaut werden. Sind wir schlau? Na egal. Wurst. Wurst. Was ist hier los? Könnte natürlich sein, dass der ein bisschen angepisst ist, dass er hier nebenbei einen Baustelle hat. Könnte man verstehen. Bauen wir mal einen Cocktailbar direkt rein. Okay, die Fahrradverleihe sind jetzt nicht so begeistert. Wahrscheinlich wollen nicht alle Fahrrad fahren. Das heißt, wir können dann irgendwann mal einen Jeep-Verleih bauen, aber die gehen immer ziemlich schlecht. Die machen eigentlich immer relativ viel Miese. Können den mal, der kostet 4 Euro, der kostet auch 4 Euro. Na, dann lass mal einfach so bestimmt. Den haben wir wieder günstiger gemacht. Wollen wir ein bisschen mit Specht bestechen, einfach damit es schneller fertig ist? Ich würde sagen, ja. So. Haben wir immer noch relativ lange zum Bauen. Und müssen wir mal gucken. So. Schauen, was wir jetzt tun. Die Auslastung hier steigt natürlich, genauso wie hier, weil einfach mehr Leute auf die Insel kommen. Attraktionsmäßig sind Strandkörper wahrscheinlich für alle gut. Und deswegen gucken wir mal. Gut. Dann gucken wir beim nächsten Mal, wie das Hotel aussieht. Und für diesmal soll es das dann auch gewesen sein. Dann damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao.